Wie ist da deine Ansicht, Andreas? Du hast promoviert, du kannst es daher aus erster Hand beurteilen. Ja, absolut. Also Promotion ist eine Frage, die sich einigen stellt, wenn sie mit dem Studium fertig werden. Nicht allen. Viele haben auch dann keine Lust mehr, irgendwas noch zu lernen, zu machen nach dem absolvierten Master. Und die fangen direkt mit dem Job an, aber einige denken schon drüber nach. Und diejenigen, die darüber nachdenken, denen sei gesagt, die Doktorarbeit, die Promotion ist was komplett anderes als die Masterarbeit. Bei der Masterarbeit, da hat man immer, zumindest ging es mir so, den Betreuer, die Betreuerin, du kannst da hingehen bei Problemen, selbst wenn du festgefahren bist, die setzen sich dann mit dir hin. Gibt natürlich auch Fälle, wo das nicht klappt, aber in der Regel geht es ganz gut und dann lösen die das Problem mit dir. Und so jemanden hast du bei deiner Promotion nicht. Da bist du derjenige oder diejenige, die dann die Probleme hat, die sie nicht lösen kann. Und dann kommen Leute zu dir und du sollst deren Probleme lösen. Und das ist am Anfang sehr gewöhnlich.